Was ich eigentlich ganz vergessen habe zu erzählen in meiner ganzen Erzählerei, die Schweine können uns auch natürlich angreifen. Das heißt, wenn Wildschweine, so wie in der Wirklichkeit, sauer werden oder man die ärgert oder den auf den Schwanz tritt, wortwörtlich gesagt, ne? Nee, Quatsch, aber provoziert, greifen die Wildschweine Leute, die durch den Wald marschieren, an. Und so ist das hier auch, ne? Wenn man daneben schießt oder Mist baut oder nicht aufpasst, wird man von einem Wildschwein attackiert. Sollte man sich bewusst sein, wenn man jagen geht, ne? Oder durch den Wald geht. Und eine Rotte, beziehungsweise, oder sagen wir, ein Sch Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Da läuft es doch hier irgendwo. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Da läuft es. Oh, da kommt es ab und zu. Hoffentlich läuft es vorbei. Das ist jetzt der typische Vorführeffekt. Leider jetzt ein Bug. Wir lassen es mal laufen. Habe ich mich erst erschrocken. Jesus Maria, bin ich zusammengezuckt. Habt ihr das gesehen? Von rechts kam es, wollte uns angreifen. Dass die Tiere ab und zu mal hängen bleiben, kann passieren, muss nicht passieren. Ja? Das war jetzt hier wegen die Mauer und wie gesagt, das Spiel hat jetzt keinen Einfluss, dass wir jetzt hier gewesen sind. Wir können mal kurz die Spur aufnehmen und mal schauen, wo es jetzt hingelaufen ist. Aber das ist das, was ich gesagt habe. Wenn man quatscht, wenn man nicht aufpasst und sich verhält wie die Axt im Wald, sieht man die Tiere einfach nicht. Eine bessere Vorführung gibt es gar nicht. So, wir schauen uns an. Wir sehen übrigens die Spur. Vorne die Zehen sind gespreizt. Das heißt, das Tier befindet sich auf der Flucht. Ne? Hier steht auch verwildetes Schwein flüchtend. Müssen wir jetzt nicht wirklich unbedingt hinterher. Tiere können in dem Spiel bis zu 7 Kilometer laufen. Und von daher wäre es jetzt sinnlos, wenn wir dem Tier jetzt hinterher hechten. Könnten wir machen, machen wir aber nicht. Weil, wie gesagt, wir haben schon Schweine geschossen. Ich möchte gerne mit euch Maultierhirsche schießen. Aber das machen wir erst im Part 3. Ich weiß nämlich nicht, wie weit wir jetzt sind mit den Folgen. Ich unterbreche jetzt auf jeden Fall hier das Video, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye. Ja, und direkt meine Anmoderation wieder. Herzlich willkommen zurück zu The Hunter. Wir befinden uns jetzt im nächsten Teil. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade zwei Schweine gesehen. Eins von einem wurden wir sogar fast angegriffen. Aber wie gesagt, leider, beziehungsweise zu unserem Glück, war eine Wall dazwischen, sonst hätte das Tier uns wirklich angegriffen. Es hing dort fest. Ja? Kann in dem Spiel passieren, ist aber jetzt nicht die Regel, dass Tiere jetzt so rumbacken, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Ja? Also, wie gesagt, die Tiere bewegen sich hier wirklich ganz, ganz normal und vernünftig und das werdet ihr aber alles noch sehen. So. Die Map müssen wir auch im Auge behalten. Wir könnten noch mal auf die Map gucken. Wir sind hier unten gestartet. Wo sind wir hier? Hier sind wir. Wir sind hier gestartet und sind erst hier und wir müssen hier hin. Und die Map geht ja hier unten noch ziemlich, ziemlich weit, ne? Also, wie lange sind wir schon unterwegs? Wir sind jetzt fast 2 Kilometer schon am Laufen hier, ne? In-game. Wir tun sogar sozusagen was für unsere Figur. Die Kleidung für diese. Oh, das war ein männlicher. Jawohl. Den habe ich auch gehört. Das wird jetzt eine heikle Geschichte, weil wenn wir sehen, links von mir hier sind auch wieder zwei Spieler, die rennen. Ja, das gibt nichts. Das wird nichts geben. Der rennt wie ein Irrer. So, dann schreiben wir den mal, stopp das Rennen bitte. Wie gesagt, zur Not müssen wir die runterschmeißen, weil die neuen würden den anderen das Spielspaß kaputt machen. Also, wir werden den jetzt sowieso nicht mehr kriegen, weil der hat die jetzt schon längst erwischt, ne? Aber ich habe den gerade gesagt, stopp das Rennen und die rennen weiter. Ja, den werden wir jetzt sowieso nicht mehr kriegen. Schade drum, aber na gut.
Wir werden uns das jetzt aus der Ferne angucken. Das sind die Neuen, die möchten natürlich auch ein paar Tiere schießen. Wenn die noch nie gespielt haben, dann sollen die den schießen. Ja. Wir werden noch Gelegenheit finden, einen zu schießen. Oder die ballern da dran vorbei, wer weiß. Ich weiß es nicht. So wie ich die einschätze, war hier vor uns. Wir können schon mal das Gewehr in die Hand nehmen. Weil hier haben wir nämlich auch eine Spur von dem Tier. Und lassen die laufen. In der Hoffnung, dass die vorbeischießen und wir holen uns dann einen Schuss. Beziehungsweise können denn noch einen Fangschuss ab. Das war ein Weibchen. Da möchte ich jetzt nicht drauf reagieren, weil das wird jetzt auch wieder in einer Herde rumlaufen. Ich denke eher, die sind hier oben an der Straße. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Hier unten verläuft die Spur wieder. Also überall, wo das Rosane jetzt auftaucht, hat das Tier eine Spur hinterlassen. Können wir von hier schauen. Aber das war jetzt wieder das beste Beispiel eingehend, was ich gesagt habe. Bitte nicht laufen. Die laufen auch aufrecht. Da läuft er schon wieder. Als würde ich das nicht mitbekommen. Ne? Das bringt gar nichts, wenn ihr lauft. Überhaupt gar nichts. Weil, wie gesagt, die Tiere sind weg und die sehen euch dort nicht. Ne? So, jetzt sind die hinterm Berg und meinen, ich sehe das nicht mehr. Und jetzt gleich laufen die wieder. Die zwei. Naja, wollen wir mal ein Auge zudrücken. Ne? Aber Tier ist über alle Berge. Es war hier ziemlich bei uns in der Nähe, aber Tier wird weg sein. Weil die halt einfach sich benehmen wie die Axt im Walde. Beste Beispiel. Man hätte kein Tutorial darüber machen können. So, dann haben wir hier ein männliches Schwein. Dann werden wir das mal zu uns nehmen. Wir holen den Caller raus. Und werden dann schön. Wir werden jetzt, wie gesagt, das Schwein, das müsste hier irgendwo auftauchen, wobei ich glaube, dass das hinter dem Hang ist, ne? Tiere hier im hohen Gras zu finden, ist eigentlich nicht so einfach. Deswegen sollte man wirklich schon gezielt an die Sache rangehen. Wir werden uns hier postieren, beziehungsweise hier, damit wir den Hang im Überblick haben und hier warten, bis das Schwein kommt. Also sozusagen, wir gehen nicht auf das Schwein zu, sondern lassen das Schwein zu uns kommen. So. Ich denke mal, das ist eine gute Position. Werden den Caller nutzen. Und dann werden wir, wie gesagt, uns hier postieren. Ihr seht, der männliche Maultierhirsch, der reagiert schon gar nicht mehr, beziehungsweise antwortet gar nicht mehr, weil der einfach über alle Berge ist. Weil die gelaufen sind wie die Irren. Ne? Das ist aber auch das Letzte, was ich dazu sage, beziehungsweise das war das Beispiel, was ich euch sagen wollte. Geht lieber geduckt, lasst euch Zeit, dann seht ihr mehr. Ihr seht mehr und ihr seid erfolgreicher. Um wirklich in diesem Spiel erfolgreich zu sein, solltet ihr euch ruhig verhalten. So, ich schätze mal, das Schwein kommt, wenn aus dieser Richtung hier irgendwo. Ich will nicht hoffen, dass es von da kommt, weil dann hätten wir ein Problem. Im Übrigen haben wir mal einen Wettbewerb gemacht unter Kumpels, aber wirklich mit hohen Anforderungen, ohne Geruchsstoff und nur schlechter Kleidung. Wer am nächsten, da war das Tier, aber ist weggelaufen. Keine Ahnung, da läuft irgendein Irrer rum hinter mir. Muss einer sein, deswegen ist mein Schwein jetzt weg. Hört er? Irgendeiner macht hier Geräusche. Ja, wie gesagt, das ist natürlich Multiplayer, ne?
Da macht man nichts dran. Ihr habt das Schwein da oben am Horizont vielleicht noch gesehen, da wo ich jetzt hingehe, da können wir die Spur lesen, aber das Schwein ist schon wieder über alle Berge, weil, wie gesagt, die hier, was weiß ich, was veranstalten. Vielleicht machen die Messerwerfen auf den Baum oder sonst was, keine Ahnung. Wer wirklich jagen möchte, es gibt verschiedene Jagdmethoden. Es gibt die Ansitzjagd, es gibt die Drück- und Treibjagd, ja, es gibt die Pirschjagd, so wie wir das jetzt hier machen. Man kann hier in dem Spiel wirklich Zelte aufstellen, man kann Hochsitze aufstellen, man kann Hochsitze betreten und so weiter und so fort. Man kann hier verdammt viel machen. Mir macht persönlich die Pirschjagd am meisten Spaß. Weil es dann auch wirklich auf dein Verhalten oder auf das eigene Verhalten ankommt. So, hier oben ist die Spur jetzt von unserem Schwein. Und wenn wir die jetzt scannen, werdet ihr sehen... Oh, ein Kojote. Das wäre auch nicht schlecht. Wo befindet der sich denn? Der müsste da in dieser Richtung sein, da. Aber da laufen auch wieder Leutchen rum. Kojoten sind auch nicht so einfach. Wir können mal testen. Wir können es gerne probieren, aber ich glaube nicht, dass wir den Kojoten bekommen. Zumindest nicht so, wie ich jetzt hier sitze und alles. So, dazu müsste ich mal da hinten hingucken. Ist der das schon? Nee, ne? Ne, wieder ein Baumstamm. Also man schiebt hier schon Paras. Jetzt sollten wir natürlich ein bisschen schauen, dass wir die Augen auf haben. Wir müssen mit dem Bogen... Ne, wir können auch mit der 270er schießen, fällt mir gerade auf. Ich denke mal die 270er oder mit dem Bogen. Je nachdem, wo und wie wir das Tier sehen. Wenn wir das Tier vor uns sehen, beziehungsweise ohne, dass das uns sieht. Wenn wir mit dem Bogen... Andersrum werden wir mit der 270er schießen. Jetzt müssen wir ein wenig leiser sein. Denn ich muss die Schritte des Tieres hören. Das hört ihr auch. Es ist gar nicht so einfach, das Tier auszumachen. Wenn wir überhaupt Glück haben, den Kojoten zu bekommen. Es gibt viele, viele Kojoten in Amerika. Da wir hier auf einer amerikanischen Map sind, gibt es hier auch Kojoten. Kojoten sind aber sehr, sehr scheue Tiere und können sehr gut riechen. Und ich habe die Befürchtung, dass wir mit dem Wind sitzen. Das heißt, dass der Wind von hinter uns kommt. Und somit wird uns der Kojote riechen. Allerdings möchte ich jetzt nicht den Windindikator rausholen. Und in just dem Moment kommt der Kojote angelaufen. Ich werde jetzt noch einmal den Caller benutzen. Und ihr hört, wie viel Krach ich mache, wenn ich den Caller raushole. Da kommt er, da kommt er. Oh, das gibt nichts, Leute. Da ist er. Sehr sauberer Schuss. Sehr, sehr sauberer Schuss. Was heißt sauberer Schuss? Es war, glaube ich, übertrieben mit einer 270er. Davon mal abgesehen. Aber wie gesagt, wieder, ihr sagt jetzt wieder Waldmanns Heil und ich sag Waldmanns Dank. Ne? Das war jetzt unser drittes Tier. Und ich hoffe ein sehr, sehr schönes. Also das musste jetzt ziemlich schnell gehen, weil Kojoten, wie gesagt, die sind super scheu und super schnell. Und wenn man da nicht richtig hinlangt, dann ist alles vorbei. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr schöner Treffer, wie ihr hier seht. Also zumindest Herztreffer. Hier liegt der. Ja, rechte Lunge, ne? Und wie gesagt, Trophäenwert 0. Warum, weiß ich nicht. Bestimmt falsche Dingens gab. Falsche Kaliber. Ich sage ja, ist ein bisschen überzogen, aber naja, gut, okay, komm. Lassen wir das. Was macht unser Score? Derzeit... Übrigens, J mit X bin ich, ne? Haben wir drei Treffer, also drei Abschüsse.
Wir haben die höchste CSS und wir haben 4 gesichtete Tiere. Das heißt, wir haben ein Tier mehr gesichtet, als wir wirklich abgeschossen haben, was meiner Meinung nach ziemlich gut ist. Ja? Das sagt ganz einfach den anderen, wir nehmen nicht jeden Schuss, sondern schauen uns die Tiere an. Hier muss es jetzt allerdings ein bisschen schneller gehen, wie gesagt, weil Kojoten sehr, sehr scheue Tiere sind. Und ja. 270er, gut, okay, ist jetzt nicht der dickste Kaliber, aber ich denke mal schon, es war schon übertrieben. Also auf dem Kojoten mit dem 270er, ich glaube, der Bogen wäre da besser gewesen. Aber schönes Resümee haben wir hier zumindest schon mal. Ah, jetzt wird hier rumgeballert und dann wird gelieft. Habe ich mir doch schon gedacht. Ne, die schießen und lieven dann. Weil da sind die Leute denn auch, wir haben jetzt keinen Abschuss gehabt, scheiß Map, scheiß Spiel, ne? Aber sind vorher im Dauerlauf gelaufen. So kann's gehen. Ein Hase wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich glaube, hier, wo wir uns gerade befinden, sind jetzt keine Hasen. Allerdings werden jetzt hier auch so oder so keine sein, weil die gerade gefeuert haben, die Irren und wir auch. Wir werden ja weiter Richtung Hochsitz gehen. Ich möchte ja mit euch am Hochsitz gehen. Und dann werden wir uns da weiter umschauen. Aber von der Grafik her, wie gesagt, finde ich das Spiel wirklich 1A. Zum Entspannen mit einer Flasche Bier abends ist das wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel, was man machen kann. Es ist ruhig, es ist, man muss leise sein. Und wenn man nicht gerade Let's Play, dann hält man noch den Mund. Hört den Vögeln schön zu, können wir jetzt auch mal machen. Oder sieht die Vögel fliegen. Ja, also es ist wirklich beruhigend, ne? Und wir quälen keine wirklichen Tiere. Wir brauchen also nicht wirklich eine Jagdlizenz machen. Für viele Leute, die fragen, nein, wir brauchen kein, wir, ich habe keine richtige Jagdlizenz. Und reizen wird es mich schon, aber nicht aus dem Zweck des Hobbys, sondern dann wirklich aus Nachhaltigkeit, beziehungsweise selber Fleisch und vielleicht bevor eine Überwilderung oder wie man das auch nennt, ja, stattfindet, beziehungsweise man muss ja auf den Bestand schauen, ne? Wie bei allem, die Tiere vermehren sich ja nicht gerade in kleinen Gruppen, sondern ja, man sagt ja nicht umsonst, ne, du altes Schwein, ne? Also, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber die haben schon einen schönen Trieb und die hauen auch dann viel raus. Und wenn man denn da nicht aufpasst, dann hat man mehr mit Wildschäden zu kämpfen und eine Überbevölkerung, als dass man wirklich dann bejagen kann. Natürlich habe ich mich viel, viel mit dem Jagen befasst und viele Guides gelesen und auch selber probiert und Schießen geübt. Ganz klar, das hat auch lange gedauert. Wenn man sich damit befasst, dann bekommt man viele Themen vor Augen geführt, warum man jagt, wie man jagt. Da sind die Jäger, die sagen, wir jagen, um das Gleichgewicht festzuhalten, was legitim ist. Und dass Wildschäden, also an Baum oder sonstiges, nicht so häufig vorkommen. Ja. Musste mir mal gerade was zu trinken holen, deswegen bin ich auch eben weg gewesen. Mit einem kleinen Hustenanfall zwischendurch, weil ich so einen trockenen Hals hatte. Also wie gesagt, es gibt die einen, die sagen dann, okay, wir achten auf den Bestand, wir achten auf, dass nicht so viele Wildschäden ist, wir beheben sogar Wildschäden. Und die Gegner, die bösen Gegner, beschimpfen die Jäger und sagen ganz einfach, die überfüttern die Tiere, bauen extra Fütterzucht auf, damit die schön groß und schwer werden, sich häufig vermehren, damit die mehr zum Jagen haben. Das sind denn also die Gegner der Jäger, ja. Im Grunde genommen hat das Jagen und das Jagdrecht ein ganz, also man müsste ganz, ganz weit ausholen. Das geht schon im frühen Mittelalter los, beziehungsweise Könige und so. Da hat man dann gesagt, okay, auf meinem Grund gibt es denn Jagdgesetze, die man erlassen hat, und dann darf man da jagen und so, und Schwein an männlich und so weiter und so fort, ja. Aber das würde jetzt den Rahmen wirklich sprengen. Aber wenn ihr interessiert seid an die Na an Natur, wenn ihr natürlich auch interessiert seid, woher euer Fleisch kommt, was ihr esst, vielleicht doch mal ein Rehbraten oder sonst was, ja, dann sollte man sich schon damit mal kritisch auseinandersetzen.
und auch wirklich hinterfragen, woher bekomme ich mein Tier, wie bekomme ich das, warum bekomme ich das, ist das nötig, dass ich das esse? Ich sag jetzt nicht, man soll kein Fleisch essen, um Gottes Willen, ja. Also dafür esse ich auch zu gerne Fleisch und meine erste Ausbildung in ganz, ganz jungen Jahren war eigentlich auch Fleischer. Also ja, meine erste Ausbildung war gelernter Fleischer oder ich bin gelernter Fleischer. Allerdings, wie gesagt, sehe ich das heute auch wieder mit einem kritischen Blick. Also nicht, dass es Fleisch gibt, das ist für mich eigentlich eine Nahrungskette. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn die Tiere die Möglichkeit hätten oder haben, schauen wir nur nach Afrika oder nach Amerika, dann können wir Menschen auch in der Nahrungskette der Tiere auftauchen. Ja? Aber wie gesagt, lassen wir das, das würde viel zu weit, oder wir würden viel zu weit abschweifen zwischen Fleischesser, Vegetarier. Ich finde, jeder sollte das machen, was er selber vertreten kann und möchte. Gleichzeitig sage ich aber auch, es müsste jetzt nicht wirklich jeden Tag Fleisch essen. Also wir sollten mal mit einem gesunden Menschenverstand unser Fleischverbrauch. Hörst du was? Ne. Waren wir das jetzt? Ja, ne? Unser Fleischverzehr, Verbrauch, wie auch immer, berücksichtigen oder nachdenken oder überdenken, sagen wir es mal so, ja. Aber wie gesagt, Kritiker werden immer was finden und die sagen, die Vegetarier, die haben sie nicht mehr alle, die übertreiben und so weiter und so fort. Lass doch jedem das sein. Jeder sollte seinen eigenen persönlichen Vorgeschmack und Vorzug haben. Dann sind doch eigentlich alle glücklich. Was natürlich nicht sein kann, und das ist, vielleicht kann ich das auch mal kurz erwähnen oder anschneiden,